Unkonventionelles Theater. Henk Täufer und seine Regisseurin Alexandra Wilke gehen neue Wege. Die Theaterreise Kreuzfahrt mit Fontane nimmt die Gäste mit auf eine Reise über den Wendsee und den Blauer See. Historisch wird der Besuch von Fontane belegt und nachgestellt. 1874 reiste er mit seiner Frau Emilia an und im Stück legt er mit einem Kreuzfahrtschiff an. Die Regisseurin erklärt, was hinter diesem Eventtheater steckt. Man kreuzt die Mark und denkt, es wäre die Welt. Die Idee dahinter ist, dass ein Teil des Publikums, also der größte Teil eigentlich, in Kirchmöser ein Schiff besteigt. Und dann fahren die eben, Fontane und seine Frau Emilie moderieren schon auf dem Schiff. Fontane war ja auch sehr seekrank. Ich wollte es ja erst umbenennen in Kreuzfahrt mit Fontane und ihn an die Reling stellen. Und es ist überhaupt nicht abwegig. Also der war wirklich seekrank. Und bei seinen Überfahrten nach England und Dänemark hat er wirklich Todesängste ausgestanden, weil ihm so schlecht war. Und darüber gibt es auch eine kleine Geschichte auf dem Schiff. Gleich legen die dort an und dann geht es so, dass der Parcours hier quasi startet und er Emilie, seiner Frau, den Ort Plaue zeigt. Sicherheit ist nichts, wenn man mit einem Schriftsteller verheiratet ist. Dafür gibt es Schönes, Apartes, Poetisches. Der Hofstaat wartet bereits am Ufer auf die Gäste und die Schlossherren geben sich sehr selbstbewusst. Unter ihnen der finstere Raubritter Johann von Quitzow, dargestellt von Stefan Drodleff. Sie zelebrieren Fontane und Gattin einen makabren Empfang. I'm so lonely, low, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. Herablassend äußert sich Fontane. Dieser Provinzadel hat einen Ton an sich, als wäre man der letzte Hauslehrer. Also ein Hauslehrer-Dasein ist nicht das Schlechteste. Zumindest bringt es ein regelmäßiges Salär. Bist du wieder bei deinem Lieblingsthema? Du bist eine durch deinen Mann, deine Kinder, deine Lebensstellung, deinen Lebensgang unendlich bevorzugte Frau. Wenige haben es so gut getroffen. Immer wieder taucht auch eine mysteriöse Frauengestalt auf, die die Gäste in die Adlerapotheke führt. Die Sirene wird dargestellt von Katharina Burges. Und in der Apotheke trifft Fontane auf den alten Karl Ferdinand Wieseke, der in Blau eine stolze Villa auf der anderen Wasserseite hat und sich nun als Homöopath verdingt. Dort gibt es einen Streit mit den Ärzten der Schulmedizin, die Wiesige Quacksalberei unterstellen. Wiesige wird dann auch noch die ärztliche Approbation entzogen. Ein Historiker am Set hat dieser unterhaltsamen, aber mit sehr viel wissenswertem garnierten Stoffhülle gut getan. Das merkt man in jeder einzelnen Szene. Man erfährt sehr viel auch über Menschen, die hier gewandelt sind und philosophiert haben. Schopenhauer, Wiesicke, ja, die Leute. Gesungen wird auch. Gesungen wird auch. Wir haben auch eine Sängerin mit am Start, Katharina Burges, die ja, glaube ich, auch recht bekannt ist, die ja als Melusine, so eine Waldfee, in Erscheinung tritt. Hier Luft und Wolken, Sängerlein. Mit viel Gesang wird diese Reise tatsächlich ein großartiges Erlebnis für die Gäste, die dem schauspielernden Dross rund 2,5 Stunden zu den diversen Schauplätzen folgen. Und es gibt wie hier im Schlosspark immer was zu erleben. Dieses Ritual von Wiesige an den großen Philosophen Arthur Schopenhauer eindrucksvoll. Sprechen Sie mir nach. Lass uns die Wahrheit erkennen. Lass uns die Wahrheit erkennen. Sprechen Sie mir nach, die Welt ist voll Mangel und Leid. Die Welt ist voll Mangel und Leid. Fühlst du dich nicht genug geliebt und geschätzt, liebste Emilie? Henk Täufer verkörpert den Fontane mittlerweile so herausragend, dass selbst die Regisseurin immer wieder staunen muss, wie sehr er mittlerweile in der Figur aufgeht. Wir sind auch einmal aus Brandenburg hier nach Plaue zusammen mit dem Auto gefahren und er erzählt so, dass sein Vater Apotheker war, aber spielsüchtig und alles verjubelt hätte und seine Kindheit nicht einfach gewesen wäre. Und ich dachte, wieso? Ich wusste gar nicht, dass es Henk so eine schwierige Kindheit hatte und dass er jetzt so erfolgreich ist, bis ich dann später gemerkt habe, dass er in der Figur des Fontane schon gesprochen hat.
gut. Also brauchte ich mir über seine Einfühlung in die Figur schon mal als Regisseurin keine Sorgen mehr zu machen. Hatte ich leichtes Spiel mit ihm und er hat das Ganze ja natürlich auch wunderbar vorangetrieben. Und wir hatten eine wunderbare Zusammenarbeit auch mit den Plauner e.V., mit den Chorleuten, alle drumherum. Das sind ja hier alles so Lokalpatrioten. Ein imposantes Werk ist diese Kreuzfahrt, aber die Gäste müssen fit sein für diesen langen Theaterparcours. Es lohnt sich aber. Das Event ist gefragt und für den 18. und 25. August gibt es noch Restkarten.